Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball on Tour. Überall hängen die Deutschland-Trikots. Bin an der Johann-Kotschak-Schule in Gütersloh. Und die Kinder hier freuen sich alle auf Ronaldo, der hier ja in der Nähe wohnen wird in den nächsten Tagen. Freitag gibt es in Gütersloh ein öffentliches Training. Aber die zur Verfügung stehenden 6.000 Karten, kostenlos verteilt, sind weg. Jetzt sind sie im Internet für 200 Euro zu haben. Alles ein Wahnsinn. So, liebe Grüße, herzliche Ball. Heute Abend dann auch wieder ganz normal. Uli trinkt seinen Kaffee. 6 hours later. So, herzliche Ballfreunde. Ich bin hier zu Gast in Detmold, in einer sehr interessanten Firma, die aber wenig Schmuck an den Wänden hat. Aber schmucklos Leben ist ja auch manchmal, wie soll ich sagen, ein Zeichen von Eleganz. Kein anderes Wort. So, ich setze mich mal in den Sessel hier. Geht mal noch mal weit zurück. Hier gibt's heute Abend eine kleine Informationsveranstaltung. Da bin ich auch Gast. Und morgen ist das mit Herrn Watzke. So, ich habe es gerade gezeigt, in der Schule gewesen heute Morgen noch. Das ist 50 Kilometer von hier entfernt gewesen, Gütersloh. Und das Thema da war, boah, Ronaldo kommt. Und die sind ja tatsächlich heute, ich glaube, nach Münster geflogen oder nach Paderborn. Nach Münster, glaube ich. Oder doch nach Paderborn, egal. Und ich habe es gestern erzählt, irrtümlich erzählt, dass man Eintrittskarten verkauft hätte. Stimmt gar nicht. Die hat man verschenkt, die 6.000, die da rein dürfen ins Heidewaldstadion, um zu sehen, wie Ronaldo trainiert. Aber es muss Profis geben. Nach einer Minute waren alle 6.000 Karten weg. Und heute tauchen dann bei den Kleinanzeigenanbietern diverse Angebote auf. So, wer will ins Heidewaldstadion? 200 Euro, 250 Euro für ein Training. Bitteschön. Das ist alles ziemlich verrückt. Und die wahren Fans bleiben mal wieder irgendwie auf der Strecke. Ronaldo in Gütersloh. Und eine Stadt steht Kopf. Ich glaube, die kennen da gar keinen anderen Spieler von der portugiesischen Nationalmannschaft, aber Ronaldo. Ja, die Franzosen sind angekommen. Ich habe gerade gesehen, bei Welt, das ist auch so ein Nachrichtensender, da wurden alle Städte gezeigt, in denen Mannschaften untergebracht sind. Die sind ja in auch kleinen Städten, Iserlohn und was der Teufel wo. Alle in sehr, sehr vornehmen Hotels, um es deutlich zu sagen. Sehr vornehme Hotels. Das eine oder andere kannte ich sogar, weil ich natürlich auch nur in vornehmen Hotels absteige. Und ja, eine teure Angelegenheit für die Verbände. Ist so. Habe ich schon gesagt, Pavlovic krank und Emre Can rückt nach. Weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe am Anfang. Egal, ich sag's jetzt nochmal. Freitag geht's los. Boah, bin ich froh, wenn's losgeht. Und Pressekonferenz heute mit Musiala und Wirtz. Da sitzen zwei Jungs da oben, wo man auch so ein bisschen merkt, ach, so toll finden wir das nicht, dass wir jetzt hier oben sitzen und der Presse auf merkwürdige Fragen Antworten geben müssen. Eine der Fragen zum Beispiel war, welche Tätowierungen findest du bei deinen Mannschaftskollegen am besten oder wirst du dir im Falle eines EM-Gewinns auch eine Tätowierung stechen lassen? Ja, ja, der Journalismus, der Sportjournalismus hat sich sehr, sehr, sehr verändert. Ich bin aber ein bisschen schuld mit daran. Kleiner Hinweis, Bremen 2 ist ein Radiosender. Geht mal auf die Webseite von Bremen 2. Da gibt es seit heute ein hübsches kleines Radioporträt von mir, 37 Minuten lang. Sehr schön gemacht und darüber freue ich mich dann auch manchmal, wenn sowas gemacht wird. Warum, weiß ich selber nicht so genau, aber es ist nett. Und ob ich davon was habe? Nee, eigentlich nicht. Doch, Publicity. Und man ist nie ganz weg. Und das ist ja ganz wichtig. Also Herz, Seele, Ball. Morgen mit Herrn Watzke. Bin mal gespannt, ob er mir ein paar Fragen beantwortet. Morgen. Für heute sage ich Tschüss. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.